Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich heute so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement, ein Mittel zum Zweck. Und für dieses müssen wir insgesamt drei Toys uns besorgen. Beziehungsweise im Text steht, entschlüsselt das Geheimnis, indem ihr folgende Spielzeuge findet. Und das ist einmal die aufgerüstete Denkkappe, die Fackel von Pyrit und die Götze von Onara. Und dafür gibt es dann ein Transmog-Item, und zwar die braune Tweetmütze. Wie funktioniert das Ganze? Diese drei Toys kriegen wir alle während eines Events, und zwar ist es das Event Geheimnisse von Azeroth. Dieses Event geht insgesamt zwei Wochen lang, also 14 Tage so rum, und dementsprechend gibt es jeden Tag ein neues Rätsel, das wir lösen können mit ein paar Quests. Und diese Fortschritte sehen wir unter anderem auch in dem großen Achievement dafür, in der Kriminalgeschichte drin. Und ja, wir müssen etwa die Hälfte der Rätsel absolvieren, um die drei Toys zu kriegen, um dann wiederum auch unser Achievement fertig zu bekommen. Ich habe zu allen diesen einzelnen Rätsel schon ein Video gemacht, immer für den jeweiligen Tag. Ich mache auch nochmal ein Komplettvideo am Ende für alle Rätsel. Aber jetzt für das Toy-Achievement quasi, nenne ich es jetzt einfach mal, werde ich euch die einfach alle mit hinten ranhängen. Die könnt ihr eins nach dem anderen quasi abarbeiten. Am Ende habt ihr dann alle drei Toys und auch das Achievement. Wichtige Randinformation, auch wenn das Event zu Ende ist, könnt ihr noch alles von diesen Sachen erspielen. Also das ist dann nicht für immer verloren, sondern Blizzard hat schon angekündigt, nachdem das Event zu Ende ist, kann man weiter die Rätsel lösen. Bloß sie kommen halt während des Events eins nach dem anderen jeden Tag. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal in die kompletten Rätsel rein. Als erstes müssen wir dann einmal nach Valdrakken, und zwar beginnen da die ganzen Quests. Wir können jetzt sofort in das Gasthaus hier gehen und dort die Quest annehmen, oder wir nehmen die Pre-Quest dafür an, oder Breadcrumb-Quest auch genannt. Das ist immer interessant für Leute, die Quests sammeln wie ich. Und zwar befindet sich die hier auf den Koordinaten 53, 60 in Valdrakken. Und da haben wir Feiertagsbegeisterter, die können wir annehmen. Und diese Quest schickt uns quasi einfach in das Gasthaus rüber. Ihr könnt selbstverständlich auch direkt in das Gasthaus gehen und dort die Quest annehmen. Dann verpasst ihr halt diese Breadcrumb-Quest. Ne? Wenn ihr die nicht sammelt, ist das für euch relativ wurscht. Gut, die geben wir jetzt hier einmal ab, kriegen eine neue Quest. Und jetzt müssen wir mit ihr quatschen und können einmal sagen, ich bin bereit. Und das machen wir. Und jetzt müssten wir einen Kasten kriegen, genau, ein mysteriöser Kasten. Der hält insgesamt 23 Stunden, dann verschwindet der und den können wir einmal öffnen. Und dadurch kriegen wir zwei Items, einmal den goldenen Kelch und dann erster Hinweis, der goldene Kelch. Und das können wir jetzt uns einmal durchlesen. Findet den rechtmäßigen Platz des Kelchs. Viele wissen, die Gäste der Kneipe zum gerösteten Geistbock oder der Kellner selbst mehr darüber. Okay. Und jetzt können wir quasi schauen, ob wir hier was rausfinden. Jetzt können wir dann einmal mit den Gästen sprechen, beziehungsweise mit dem Gastwirt. Und ja, um das ein bisschen abzukürzen, der sagt, dass man quasi zur Bank gehen soll. Hier mit dem anderen Kollegen können wir auch noch sprechen. Und der meint, man soll den rechtmäßigen Platz suchen. Heißt, wir müssen jetzt einmal rüberlaufen oder fliegen. Einmal zur Bank voll Valdrakken. Und das machen wir jetzt mal. Und gucken mal, wo wir den jetzt hier anklicken können. Ah, seht ihr, da hinten haben wir das Ding. Das klicken wir jetzt einmal an. Und dann haben wir damit auch schon das erste Rätsel gelöst. Damit können wir jetzt wieder zurück und das einmal abgeben. So, dala. Also dann gehen wir zu ihr, geben das Ganze wieder ab. Und damit haben wir schon den ersten Fortschritt für das große Achievement hier. Wenn wir dann mit ihr sprechen, dann gibt es quasi eine Quest, die wir direkt wieder abschließen können. Und da gibt es einen Zeremonienspeer der Tuska. Das machen wir jetzt mal. Und den bekommen wir direkt ins Inventar. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir mit dem Zeremonienspeer anfangen können. Mit dem Tuska-Speer sind wir jetzt einmal zu den Tuska rüber. Und zwar befinde ich mich jetzt einmal hier im Azurblauen Gebirge, und zwar im Tuska-Lager bei den Koordinaten 12, 49. Und da müssen wir jetzt zu diesem Ältesten gehen, hier in diesem kleinen unterirdischen Gebäude. Und dort haben wir Ältester Poa, und mit dem können wir jetzt quatschen. Dem können wir nämlich einmal hier den Speer geben oder zeigen. Und jetzt hat er das Ding umgewandelt
und wir haben quasi einen neuen Speer. Und er sagt uns auch, wo wir einmal hingehen sollen. Und zwar geht's jetzt für uns zu den Kaluak nach Nordend. Gut, dann sind wir in Nordend angekommen. Und zwar sind wir jetzt in der Drachenöde. Und zwar haben wir hier unten den Hafen von Muaki. Und dort müssen wir in das Hauptgebäude rein und mit dem Ältesten sprechen. Da haben wir einen Ältesten, Konani. Und dem geben wir jetzt einmal den Speer. Und der gibt uns eine Zeichnung. Und die können wir uns gleich mal angucken. Wo haben wir sie? Zeichnung des Ältesten. Okay, die scheint jetzt bei mir anscheinend gerade ein bisschen verbuggt zu sein. Aber man müsste da ein Gebilde drauf sehen und das müssen wir jetzt finden. Ich weiß schon, wo wir hin müssen und ich werde euch zeigen, wo wir da als nächstes dann hin müssen. Sudala, jetzt sind wir angekommen an dem Spot, wo wir hin müssen. Und zwar bin ich jetzt in der boreanischen Tundra. Und hier unten, etwa auf den Koordinaten 33, 58, haben wir so eine Art, ja, so eine Statue, ein Gebilde. Oh, ich werde hier angegriffen. Da ist sogar Stufe 70, der Mob. Seht ihr, dieses Gebilde hier, das sollte eigentlich auf diesem Plan drauf sein, aber der buggt bei mir ein bisschen rum, deswegen, naja, egal. Wir haben es dennoch gefunden und hier müssen wir jetzt einmal quasi den Speer platzieren, das machen wir jetzt. Und ja, damit seht ihr, jetzt hauen wir den Mob mal um, nicht, dass da noch irgendwas droppt, ich glaube zwar nicht. Aber jetzt seht ihr, haben wir einmal das Achievement gekriegt für quasi den ersten Tag zum Abschließen. Und dadurch gibt es dann auch den Titel Wissbegierige oder Wissbegieriger, je nachdem, ob ihr einen männlichen oder weiblichen Char habt. Es gibt da natürlich noch einen Haufen weitere Erfolge, die werden wir uns in den nächsten Tagen noch angucken. Und ich werde natürlich auch für das Mount, wo es dann, wo man quasi alle von den Rätseln einmal lösen muss, ein Video machen und da wird dann dementsprechend alles mit drin sein, beziehungsweise vielleicht schaut ihr das Video auch, weil der Teil gehört natürlich auch dazu. Gut. Dann schauen wir uns als nächstes die Rätsel des zweiten Tages an. Und dazu sind wir wieder im gerösteten Geißbock, hier in dem Gasthaus in Waldracken. Und diesmal müssen wir mit dem Bobby quatschen. Der hat nämlich eine Quest und da bekommen wir seine Notizen zu ja, seiner Denkkappe. Und das können wir gleich mal abschließen. Und dadurch haben wir jetzt einmal die Notizen, die wir uns durchlesen können. Das machen wir jetzt aber an der Stelle nicht. Ich zeige euch nämlich, wo ihr hin müsst. Wir müssen nämlich jetzt gucken, dass wir drei Bestandteile für seine Denkkappe zusammenbekommen. Und diese Bestandteile können wir jetzt von verschiedenen NPCs bekommen. Und als allererstes gehen wir jetzt hier zu der Pandarendame und quatschen die mal an, denn wir brauchen von ihr eine Liste. Und auf dieser Liste stehen verschiedene Sachen drauf, die wir einmal einkaufen müssen. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal als nächstes hin. Die erste Materialie, die wir brauchen, ist ein Käse und zwar Apexis Asiago oder wie das Ding heißt. Da brauchen wir 5 Stück und die gibt es von einem Drachen, dem Käsehändler und zwar hier unten in Waldracken auf den Koordinaten 28, 64. Übrigens, die meisten Items, die ich jetzt kaufe, könnt ihr auch im AH kaufen und müsst nicht rumfliegen. Ist euch überlassen, ich zeige euch trotzdem, wo die Händler sind. Also das ist jetzt das erste, 5-mal den Käse. Dann sind wir jetzt beim nächsten Händler und zwar befinden wir uns jetzt in der Ebene von Onara, hier beim Außenposten oben. Und dort haben wir jetzt einen NPC, Akural schimpft sich der. Der steht hier so ein bisschen außerhalb von dem Lager, wie ihr seht. Oder es könnte noch im Lager sein. Genau, und den quatschen wir an und da brauchen wir einmal Donnerrückgratfilets. Die kaufen wir jetzt mal. Ich fliege jetzt mal noch einen Ticken hoch, dass ihr seht, wo der steht. Also, na gut, sieht man schlecht. Hier ist quasi dieses Zentrum des Lagers und da hinten schimmelt der quasi rum, der Typ. Gut, also die Würstchen haben wir uns gekauft. Das sind jetzt die hier. Donnerrückgratfilet und auch die könnt ihr euch theoretisch im AH kaufen. So, da und dann sind wir beim letzten von den Händlern. Und dort sind wir jetzt einmal in der Zaralek-Höhle und zwar ein bisschen unterhalb von Loam. Hier auf den Koordinaten 54, 56 in etwa. Und dort haben wir hier Snicktack oder wie der schimpft. Da müssen wir diese Pilze kaufen. Und die holen wir uns auch 5-mal und damit können wir jetzt quasi einmal zurück nach Waldracken. Sobald wir jetzt in Waldracken zurück sind, können wir wieder mit der Pandarendame sprechen und dann sagen wir, wir haben hier einmal die Zutaten und das machen wir. Klicken uns durch und jetzt gibt es ein anderes Item, sie hat uns nämlich was Schönes draus gekocht. Donnerrückgratnest heißt es und das müssen wir jetzt zum nächsten NPC bringen.
Wir müssen nämlich hier in Waldracken zum Inji und die Goblin-Dame befindet sich hier bei 4249 und mit der können wir jetzt einmal quatschen. Das ist hier auch die Händlerin und wir wollen jetzt uns nichts für Inji interessieren bzw. ausbilden lassen, sondern wir müssen fragen nach der Denkkappe. Und da können wir jetzt ein bisschen durchklicken, ihr quasi das Essen geben und dann gibt es einmal hier das erste Item und zwar die Denkkappe. Und ja, jetzt brauchen wir noch zwei weitere Items. Für den nächsten Teil von der Denkkappe brauchen wir jetzt erstmal ein paar Fische. Und zwar habe ich jetzt hier hungriger Tyrannia umgehauen. Und diese Fische befinden sich unterhalb von Waldracken hier in diesem Flussbereich. Ne? Also da sind einfach in ein bisschen tieferem Wasser so Fische drin. Hier hinten seht ihr, da liegen die Leichen noch. Also hungriger Tyrannia, ich bin jetzt hier bei diesen Wasserfällen direkt dran. Da sind auf jeden Fall zwei in der Ecke und die haben mir frischer Tyrannia gedroppt. Und das müssen wir nämlich jetzt abgeben bei einem anderen NPC. Also ich zeige es nochmal, hier unten bei dem Wasserfall sind auf jeden Fall zwei, 33, 67, aber in dem größeren Bereich hier sind einige. Mit den Fischen müssen wir jetzt wieder zurück einmal zu diesem Inji-Plateau und zwar hier wieder auf den Koordinaten 42, 49. Jetzt müssen wir nicht mit dem Inji-Lehrer quatschen, sondern mit diesem Greifen hier. Griffen schimpft sich der und da können wir uns ein bisschen durchklicken und sobald wir das gemacht haben, müssten wir das zweite Item kriegen. Genau, jetzt haben wir das, den zweiten Bestandteil für unsere Denkkappe. Als nächstes müssen wir dann zum Juve-Stand. Und zwar befinden wir uns jetzt hier unten bei den Koordinaten 39, 62. Und jetzt müssen wir mit dem Goblin einmal quatschen, der hier davor steht. Und ja, mit dem können wir ein bisschen quatschen. Der hat noch ausstehende Schulden und wir haben jetzt zwei Optionen. Wir können jetzt, wenn dann direkt 1000 Gold an ihn zahlen. Oder wir können seine Rechnung begleichen. Und die Rechnung ist ein bisschen niedriger. Es sind 200 Gold plus Zinsen. Dann machen wir das mal. Und ja, jetzt müssen wir einmal dorthin, wo wir seine Rechnung begleichen müssen. Als nächstes müssen wir jetzt zu dem Juwelhändler. Und da befinde ich mich jetzt. Der befindet sich einmal auf den Koordinaten 39, 62. Und ja, den könnt ihr einmal anquatschen. Und hier erzählt er uns ein bisschen was, dass er ein paar Schulden hat. Und diese Schulden sollen wir doch gerne begleichen. Die Schulden sind anscheinend 200 Gold plus noch ein paar Zinsen, also ein bisschen mehr. Und ja, da können wir jetzt wenn dann sagen, okay, wir begleichen die Schulden oder wir geben ihm direkt 1000 Gold. Das ist jetzt euch überlassen. Ich mache jetzt den kurzen Weg und zahle direkt 1000 Gold. Und damit kriegen wir quasi dann das dritte Item. Und die drei können wir zusammenfügen, wenn wir hier auf das erste draufklicken. Und damit kriegen wir eine Quest, wo es dann auch ein Toy gibt. Und da machen wir jetzt weiter an der Stelle. Die Quest können wir jetzt ein Stück weiter unten hier abgeben. Und damit müssten wir dann einmal das Spielzeug bekommen. Interesting. Da haben wir es. Aufgerüstete Denkkappe. Und das können wir uns jetzt einmal quasi einsetzen. Beziehungsweise lernen. Und dann haben wir es hier einmal in der Toybox. Und was macht das Ding? Aufgerüstete Denkkappe. Setzt eure aufgerüstete Denkkappe auf, um die Verfolgung von eurer Position zu beginnen und nach verwirrten Gedanken zu lauschen. Okay, das können wir jetzt dann einmal machen. Also, so wie das jetzt aussieht, kriegen wir über dieses Spielzeug einen Buff drauf. Und ja, an der Position, wo wir es einsetzen, sind wir quasi an Position 0,0. Und wenn wir uns dann wegbewegen, dann, wo haben wir es hier? Seht ihr, zählt das hier halt hoch. Genau, also das macht erstmal das Toy. Das Toy benötigen wir aber jetzt auch weitergehend für eine Quest. Und zwar können wir das hier von dieser Goblin-Dame annehmen. Und jetzt müssen wir hier bestimmte Sachen suchen gehen. So, jetzt haben wir zwei Optionen. Wenn dann, wir machen das quasi mit dem Buff und gucken halt immer, wie viele Schritte wir da laufen müssen. Oder ich zeige euch einfach, wo die Hinweise sind. Ich habe es mir schon rausgesucht. Das ist, glaube ich, die schnellere Alternative. Der erste Hinweis befindet sich direkt hier in dem Gebäude bei dem NPC. Den klicken wir jetzt einfach an. Und ja, dann haben wir das schon mal weg. Und da steht jetzt immer, wie weit wir quasi laufen müssen, ne, mit unserem Buff, wo wir quasi hin müssen. Aber wir skippen das jetzt ein bisschen und ich zeige euch quasi, wo die Teile sind. Also der nächste, da müssen wir dann hier hinterfliegen und dann müsste der irgendwo hier sein. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn finden. Ah. Bop, 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 bop.
Eigentlich müsste ich ziemlich genau drauf sein. Ah, hier unten ist er. Okay. Genau, also sie sind teilweise auch ein bisschen versteckt. Das sind immer so kleine Pfeile. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo der dritte ist. Müsste eigentlich der hier hinten sein, oder? Jetzt gucken wir mal. Ich weiß halt nicht, ob man die genau in der Reihenfolge anklicken muss. Okay, den Hinweis haben wir auch. Dann fliegen wir mal hier nach oben. Dann haben wir hier unter der Wache einen liegen. Als nächstes fliegen wir mal da hinten den ab. Wir werden es dann gleich sehen, ne, ob das eine Reihenfolge sein muss, aber ich vermute, muss einfach nur alle einmal angeklickt haben. Okay, hier haben wir einen Hinweis. Ah, schaut mal, das war der dritte Hinweis. Na gut, okay, in der Reihenfolge war das jetzt nicht, aber es müsste, glaube ich, trotzdem zählen. So, dann muss einer irgendwo da unten noch drin sein. Jetzt gucken wir mal. Ah, der ist unter dem Alchemietisch. Dann haben wir oben beim Auktionshaus noch einen. Und dann sind es hier noch zwei. Und dann sind wir tutti kompletti durch. Jetzt gucken wir mal. Also hier muss irgendwo noch einer drin sein. Oder der ist außen. Das muss ich jetzt mal gucken. Jetzt drücke ich meine Makros nochmal. Ich habe mir nämlich da Makros rauskopiert. Müsste eigentlich genau hier sein. Okay, hier sehe ich jetzt keinen. Vielleicht ist der auch auf dem Dach, ne? Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ah, seht ihr, der ist auf dem Dach. Okay, interessant. Okay, die beiden da oben hatten wir noch nicht geguckt. Also, dann haben wir hier hinten noch einen. Der ist wahrscheinlich da beim Wasser irgendwo in der Nähe. Ah, nee, wir sind wahrscheinlich oben. Gucken wir mal, dass wir mit dem letzten Elan noch raufkommen. Also hier haben wir schon mal nichts. Eventuell können wir da irgendwo unten in den Wasserfall rein. Ah. Da haben wir noch einen Hinweis. Und hier haben wir das Säckchen. Okay, jetzt habe ich einen Hinweis quasi gar nicht benötigt. Und ja, damit haben wir aber die Quest schon fertig. Also einen Hinweis brauchten wir jetzt gar nicht. So wie es aussieht, müssen wir auch nicht alle Hinweise anklicken. Aber zur Vollständigkeit halber suchen wir den letzten jetzt auch nochmal kurz auf, dass wir den auch mit in der Aufnahme drin haben. Seht ihr, da haben wir den Pfeil. Also der wäre es noch gewesen. Das war jetzt nicht in der Reihenfolge, aber so wie es ausguckt, braucht ihr auch tatsächlich nur den Beutel am Ende aufmachen. Also ihr müsst auch nicht unbedingt den Pfeil nach. Gut, dann würde ich sagen, geben wir das mal ab und dann schauen wir mal, was wir da noch Schönes bekommen. Ah, okay. Gab nichts als Belohnung, aber wir haben den zweiten, den dritten Fortschritt jetzt für das Meta-Achievement, wo es dann auch das Mount gibt. Dann schauen wir uns das Rätsel des dritten Tages an. Und zwar müssen wir wieder zu dem bekannten Spot. Und zwar einmal sind wir im gerösteten Geißbock zurück. Hier ist es jetzt so, dass wir wieder mit dem Bobby quatschen müssen. Der hat nämlich eine neue Quest für uns. Und die nehmen wir jetzt einmal an. Und jetzt müssen wir nochmal zurück zu der Dame, wo wir schon die Denkkappe herbekommen haben, also das Ding hier, die ich immer noch aufgesetzt habe. Das ist das Toy, das man sich am zweiten Tag quasi erspielen konnte. Und mit der quatschen wir jetzt einmal und da bekommen wir zwei Items, und zwar einmal eine Notiz und dann haben wir hier noch einen Schlüssel. Sobald wir die beiden Items haben, können wir zurück zum gerüsteten Geißbock. Und jetzt müssen wir in den, in den ersten Stock hoch. Und da haben wir dann einmal eine Kiste, die ist hier hinter dem Bett. Und da können wir quasi unseren Schlüssel verwenden. Die können wir aufmachen und kriegen dann ein Item. Das Grabesbanner der Maruk. Und jetzt müssen wir zu einem NPC weiter. Den Mob, den wir brauchen, der befindet sich in Waldracken, hier auf den Koordinaten 62, 74. Und ja, der ist einfach hier in dem kleinen Gebäude drin. Mit dem quatschen wir jetzt mal. Diesel Langfinger. Und da haben wir eine Dialogoption. Und wenn wir die einmal drücken, dann kriegen wir eine Quest. Und die Quest, die nehmen wir jetzt einmal an. Und jetzt müssen wir
Bringt das Grabesbanner zurück. Okay, das ist jetzt unsere Quest. Und naja, wir müssen es halt zurückbringen. Heißt, wir müssen an den gleichen Spot zurück. Dementsprechend hier wieder auf die Kiste klicken. Dann das Grabesbanner da wieder reinlegen. Und jetzt haben wir die Quest fertig und können die dementsprechend wieder bei der Goblin-Dame abgeben, wo wir ursprünglich den Schlüssel bekommen haben. Also, da sind wir jetzt auch wieder. Und zwar hier unten, da seht ihr das, haben wir das Quest-Symbol. Und dort geben wir das Ding jetzt einfach ab. Und ja, damit haben wir jetzt den... Achso, wir haben hier so einen Fortschritt gekriegt. Das ist aber uninteressant. Aber hier auch für den dritten Tag, beziehungsweise das vierte Rätsel, dementsprechend auch abgeschlossen. Mehr ist es tatsächlich auch nicht. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Channel und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und wollte ich euch heute so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns das Rätsel anschauen rund um das Ereignis Geheimnisse von Azeroth, und zwar den dritten Tag. Dafür gibt es auch ein kleines Achievement, und zwar hier Kriminalgeschichte. Die anderen Teile habe ich auch schon aufgenommen, falls ihr die sucht. Da habe ich einmal für den ersten Tag quasi ein Achievement-Guide aufgenommen, weil da gibt es halt ein anderes Achievement für den ersten Tag Wispykrieg, und für den zweiten Teil habe ich ein Toy-Guide aufgenommen, weil es da halt ein Toy gibt. Diesmal machen wir das quasi jetzt in einem normalen Video, einfach nur für diesen Tag. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir da einmal rein. Übrigens, wenn ihr am Ende alle Rätsel machen wollt, das könnt ihr dann nämlich auch nach dem Event noch machen, werde ich ein Komplettvideo erstellen für alle Rätsel. Also, ne, wenn ihr das alles komplett machen wollt, könnt ihr auch warten, bis das Event zu Ende ist und dann einmal das Komplettding durchmachen. Das wird dann aber ein bisschen dauern, weil die Rätsel doch immer ein paar Minuten dauern. Gut, dann schauen wir rein in den dritten Tag, also in das vierte Rätsel. Sudala, das war's eigentlich auch schon. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann schauen wir uns jetzt das Rätsel vom vierten Tag an. Und zwar sind wir wieder zurück im Gasthaus hier in Waldracken, im gerösteten Geißbock. Und hier müssen wir jetzt einmal mit dem Gastwirt quatschen. Der hat eine neue Quest, die wir direkt wieder abschließen können. Und mit der Quest kriegen wir einen Brief mit Befehlen. Und hier haben wir verschiedene Koordinaten drin. Und ja, da müssen wir jetzt das Ganze abfliegen. Und zwar sollen das so Hebel sein, die wir finden müssen. Und ja, ich würde sagen, wir fliegen da jetzt mal hin und gucken mal an, wo die sich befinden. Den ersten Hebel haben wir einmal hier in der Küste des Erwachens oder des Erweckens so rum auf den Koordinaten 57, 25 und zwar hier unten, und dort sind wir in so einem kleinen Gebäude drin, und hier hinten bei diesem umgefallenen Tisch haben wir den ersten Hebel. Den klicken wir an und dann geht's weiter zum nächsten, und zwar sind die alle relativ nah beieinander. Den nächsten müssten wir hier in dem Turm drin haben. Und zwar haben wir den hier hinten liegen. Also der ist jetzt auf den Koordinaten 57, 23. Und den letzten der drei Hebel, die wir benötigen, haben wir einmal ein wenig weiter hinten. Jetzt gucken wir mal, der müsste hier in dem Gebäude drin sein. Und zwar hier im Eck. Und auch den klicken wir an. Das ist jetzt hier auf den Koordinaten 56, 20. Als nächstes müssen wir jetzt eine Fackel aufsammeln, und zwar befindet sich die Fackel in einem Gebäude. Das Gebäude ist bei den Koordinaten 54, 21, und dort gehen wir jetzt rein. Also ich gucke mich einmal um, dass ihr seht, wo ich bin, und hier müssen wir in das Gebäude quasi rein. Und jetzt ist es so, dass wir hier zu diesem Feuer müssen und hier einmal um die Ecke, und da haben wir die Fackel. Warte mal, machen wir mal Shadow Melt, dass wir aus dem Combat rauskommen. Ja, also die müssen wir aufsammeln. Genau, jetzt sind wir aus dem Kampf raus. Und da haben wir eine Quest, und dort gibt es dann auch quasi ein Toy. Und jetzt müssen wir für die Quest einmal zurück nach Waldracken. So, Dollar, zurück in Waldracken. Wir sind einmal wieder im Geißbock, oder wie der auch immer heißt, also dieses Gasthaus auf jeden Fall. Und gerösteter Geißbock, so rum. Und jetzt geben wir das einfach hier bei ihr ab. Und da gibt es dann ein Toy, und zwar die Fackel. Und damit haben wir sogar noch eine Quest, die wir gekriegt haben. Damit haben wir jetzt hier die Fackel, und zwar ist dann
einmal das Unterachievement abgeschlossen für den... Ah ne, es ist noch nicht abgeschlossen, wir müssen noch mehr machen. Ah ja, okay. Aber zumindest hier haben wir schon mal die Fackel eingetütet. So, als nächstes müssen wir dann die Fackel einmal erlernen. Und jetzt können wir die auch einmal einsetzen. Und zwar, was macht das? Fackel von Pyrit. Holt die Fackel von Pyrit hervor, um uralte Geräte zu finden, die ermächtigt werden können. So rum. Okay, das setzen wir jetzt mal ein. Und jetzt haben wir einen Buff drauf. Und jetzt müssen wir hier zu den Koordinaten 58, 23 in Waldracken in dieses Gebäude rein. Und da soll es anscheinend was geben, was wir dann mit diesem aktiven Buff quasi interagieren können. Ah ja, da haben wir eine Kiste. Die Kiste machen wir auf. Und jetzt haben wir dementsprechend die Voraussetzung hier für die Quest erfüllt. Die wir ja gekriegt haben, als wir eben einmal die Fackel abgegeben haben. Und jetzt fliegen wir zurück in den gerösteten Geistbock. Diesmal weiß ich es auch. Und können das wieder abgeben. Und dann müssten wir auch den Fortschritt haben, oder? Müsste das zu Ende sein? Ah, und jetzt haben wir quasi den Fortschritt für den vierten Tag zusammen. Und ja, damit haben wir auch das abgeschlossen. Dann schauen wir uns jetzt das Rätsel vom fünften Tag an. Und dazu sind wir mal wieder hier in dem gerösteten Geißbock. Einmal in Waldracken auf den Koordinaten 47, 47. Und dort können wir nochmal mit dem Bobby quatschen. Da hatten wir die anderen Rätsel teilweise auch schon. Und der hat jetzt einmal eine neue Quest, beziehungsweise wenn wir die direkt abschließen, dann kriegt es eine Notiz. Und das machen wir jetzt mal. Und ihr seht, da haben wir jetzt einmal die Notiz drin. Und hier haben wir wieder ein paar Hinweise. Unter anderem müssen wir in das Azurblaue Gebirge. Und dann gibt es noch ein paar Koordinaten. Und ich würde sagen, da begeben wir uns jetzt als nächstes Mal hin. So, Dola, wir sind jetzt einmal im Gebiet Azurblaues Gebirge angekommen. Und ja, ich verrate euch gleich mal die Position, wo ihr hin müsst. Einmal auf die Koordinaten 78, 32. Und hier oben in Vaktros müssen wir quasi zu dem Pylonen hier. Und dort ist es so, dass eine Tafel liegt, enthüllte Tafel, die seht ihr aber im Normalfall nicht. Um die sichtbar zu machen, wie es bei mir der Fall ist, braucht ihr wieder aus dem Rätsel davor die Fackel von Pyrit. Die aktiviert ihr einfach, dann kriegt ihr einen Buff und wenn ihr dann hier hinlauft, kanalisiert ihr so einen Strahl quasi auf diesen Pylonen und erst dann seht ihr diese Tafel. Die können wir anklicken und dann können wir hier einen Abdruck machen. Und wenn wir den Abdruck gemacht haben, bekommen wir eine Quest. Die Quest können wir annehmen. Und jetzt müssen wir quasi wieder zurück nach Waldracken. So, Dola, im gerösteten Geistbock zurück. Können wir das jetzt wieder beim Bobby abgeben, das Ganze? Die Notiz von der Tafel. Und damit sind wir schon durch. Das war jetzt eigentlich eine relativ kurze Angelegenheit. Und ja, damit haben wir dann den fünften Tag und das sechste Rätsel auch abgeschlossen. Dann schauen wir uns das Rätsel von Tag 6 an. Und dazu bin ich wieder im Gasthaus, und zwar gerösteter Geißbock, hier einmal in Waldracken. Und jetzt haben wir wieder eine Option, mit einem NPC hier zu sprechen, diesmal mit dem Gastwirt. Und das machen wir jetzt mal. Wir können die Quest annehmen und direkt wieder abgeben. Und dann gibt es quasi einen Befehl und den können wir uns dann gleich mal angucken. Und ja, hier haben wir wieder einen längeren Text. Wir müssen nämlich jetzt einmal in die Ebene von Onara und dort ein paar Sachen suchen. Und ich würde sagen, da begeben wir uns jetzt mal hin. So, Dola, wir sind jetzt in den Ebenen von Onara angekommen. Und zwar bin ich jetzt hier unten auf den Koordinaten 35, 66. Und hier ist es jetzt so, dass wir drei Kohlenpfannen anzünden müssen. Dazu brauchen wir das Spielzeugfackel von Pyrit. Das habt ihr ja in den Rätseln davor schon geholt. Das müsst ihr aktivieren, beziehungsweise wahrscheinlich habt ihr, wie ich, das immer noch aktiv in der Leiste. Wenn ihr es nicht wegklickt, habt ihr es nämlich immer noch dran. Und mit dieser Fackel müssen wir jetzt in diese Grabkammern rein. Also die erste ist hier bei 35, 65. Und dort haben wir dann hier eine Kohlenpfanne. Und zu dieser Kohlenpfanne müssen wir quasi hin und kriegen dann so ein Lupensymbol drüber und haben auch so ein Geräusch, dass wir es aktiviert haben. Also ihr lauft einfach nur hin
und habt es dann quasi nach ein paar Sekunden, wenn ihr die Fackel aktiviert hier oben habt, dementsprechend ja, angezündet das Ding. Und ja, jetzt müssen wir noch zwei weitere holen. Und zwar haben wir hier hinten jetzt das nächste. Das ist bei den Koordinaten 32, 68. Und wo ist das Ding? Jetzt müssen wir mal gucken. Hier muss es... Ah, da haben wir es. Das sieht wieder genauso aus. Zünden wir auch an. Lupe kommt und wir können wieder weiter. Und dann haben wir noch ein letztes. Und zwar scheint es jetzt hier oben in dem, ja, in der Main-Kammer zu sein. Und da müssen wir einmal hinten durch. Und bevor wir da jetzt reingehen, schauen wir auch nochmal. Die Koordinaten sind 31, 70. Und wo ist es da? Ah, da haben wir es hier in der Ecke. So, Lupe haben wir auch wieder. Und dann können wir weiter. Sobald wir alle drei von diesen Kohlenpfannen angezündet haben, können wir dann an den letzten Spot. Und dazu müssen wir hier runter auf die Koordinaten 40, 59. Und hier haben wir quasi auch wieder so einen, ja, Grabhügel. Und wenn wir da reinlaufen, dann müssen wir noch eine quasi finale Kohlenpfanne anzünden. Und zwar haben wir die hier in der Ecke. Okay, das haben wir jetzt auch. Und jetzt müssten wir hier was in der Nähe looten können. Mal gucken. Ah, da haben wir es, die Götze von Onara. Die können wir jetzt anklicken. Und dadurch kriegen wir eine Quest. Und für die Quest bekommen wir dann als Belohnung einmal das Toy, Götze von Onara. Und ja, übt euren Kopf werfen. Okay, das ist interessant. Dafür müssen wir jetzt wieder zurück nach Waldracken. So, dala, sobald wir in Waldracken sind, können wir das einmal hier abgeben bei der Bewahrerin. Und damit haben wir dann sowohl einmal das Toy als auch wieder einen weiteren Fortschritt. Und zwar im quasi Main Achievement. Und dementsprechend dann auch hier ein Mittel zum Zweck. Und das Achievement haben wir damit auch, beziehungsweise da gibt es dann auch noch eine braune Tweetmütze. Die blaue hatten wir ja schon über ein anderes Achievement uns geholt. Gut, das können wir lernen. Und dann können wir uns das Toy auch noch ein wenig angucken. Und zwar schauen wir mal, was das genau macht. Also, wo haben wir es? Die Götze. Setzen wir das mal ein. Ah, die Götze haben wir dann einfach über dem Kopf. Interessant. Das ist auch ein dauerhafter Buff, wie es aussieht. Also das behalten wir auch. Okay. Brauchen wir vielleicht dann auch nochmal für weitere Rätsel. So, anscheinend hat er noch was gebuggt gehabt. Und zwar gibt es mittlerweile eine Quest von der Bewahrerin. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich die nicht bekommen, als ich das Toy abgeschlossen habe. Und ja, die können wir jetzt mal annehmen, die Quest. Und damit müssen wir versteckte Juwelen finden, und zwar insgesamt 3 Stück. Und dafür müssen wir jetzt die Götze einsetzen. Bei mir wurde die irgendwie wieder deaktiviert. Wenn das bei euch auch der Fall ist, dann einfach die Götze einmal einsetzen. Und jetzt sehen wir so Juwelen auf dem Boden, die klicken wir an. Der erste Juwel ist einfach direkt vorm Gasthaus, ne? Da könnt ihr einfach einmal hin und das quasi anklicken. Dann habe ich mir, Moment, mache ich mal alle Wegpunkte weg. Ich habe mir die schon rausgesucht, die wir brauchen. Und ihr seht, den zweiten Wegpunkt haben wir ein paar Meter weiter drüben, den wir einmal abklappern können. Und ja, da seht ihr, haben wir das nächste Teil. Das ist quasi direkt vorm Auktionshaus. Das ist Juwel Nummer 2. Und dann Juwel Nummer 3 haben wir da ganz hinten. Jetzt muss ich mal gucken, ob der unten ist oder wo der sich genau befindet. Halt, da bin ich einen Ticken zu weit geflogen. Vielleicht ist der auch auf der Brücke drauf. Nee, der muss irgendwo da unten sein. Ah, der ist hier hinter, seht ihr? Den klicken wir an und dann haben wir alle 3 Stück. Und jetzt können wir zurück die Quest abgeben. So, da, zurück im Gasthaus. Geben wir es einmal ab. Und tada, jetzt gibt es dann quasi auch hier einmal den Fortschritt. Und ja, vielleicht ist es bei euch ähnlich, dass es ein bisschen buggt mit der Quest. Ich habe einfach WoW beendet und wieder gestartet und dann ging es. Vielleicht hat es Blizzard aus Stealth gefixt, ich weiß es nicht. Aber ja, damit hat es auf jeden Fall funktioniert. Und dann gibt es auch quasi hier den Fortschritt der Götze von Onara. So, dala, dann sind wir mit dem kleinen Guide-Video durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Video wieder reinschauen. Euer Tela, bis dahin, ciao.